Servus zusammen, mein Name ist Iggy Eichhorn und wenn ihr mehr über diese Bilder erfahren wollt, die ihr gerade gesehen habt, bleibt dran. Ihr kriegt hier in dem Video Hintergrundinformationen zu meinem Polarlicht-Shooting. Das Ganze hat stattgefunden vom 10. auf den 11. Mai. Ich war in dieser Nacht unterwegs mit einer Nachtfotografie-Gruppe. Ich habe da einen Workshop gegeben zum Thema Nachtfotografie und was keiner vorhersehen konnte, war, dass in dieser Nacht auch noch die Polarlichter über Deutschland zu sehen sind. Es war wirklich ein One-in-a-Lifetime-Event für uns alle, womit keiner von uns wirklich gerechnet hatte. Es war echt krass, also zur Hintergrundinfo, wir haben um 11 Uhr gestartet, also 23 Uhr, Freitagnacht, haben uns auf dem Parkplatz alle versammelt, ausgetauscht, kennengelernt, uns ausgetauscht, was der Einzelne auch mitnehmen will. Und ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich meinen Teilnehmern ja das Fokussieren bei Nacht beibringe und vieles im Thema Bildkomposition, weil in der Nacht ist es einfach super schwer, eine richtige Bildkomposition zu finden. Und dann kam eins zum anderen und wir haben in dieser Nacht Polarlichter fotografiert. Absolut geil. Ich möchte jetzt mal hier in diese Bilder reingehen, um euch auch mal zu zeigen, was ich mir bei diesen Fotos gedacht habe, warum habe ich es ja auch genauso gemacht. Und am Ende vom Video lernt ihr noch einen Teilnehmer kennen, den hole ich mit hier in den Videocall mit dazu, der über seine Fotos spricht, der auch hier in dieser Nacht mit dabei war. Da geht es um seine Fotos und ja, wie er es das Ganze erlebt hat. Genau, schauen wir uns das an. Gestartet haben wir am Wörthsee und ihr seht hier am Wörthsee dieses hochformatige Bild von einem Badesteg. Ihr wisst, dass wenn ich Bilder in der Nacht mache, nehme ich die Bildkomposition genauso wichtig wie auch beim Tag. Ich achte da ganz penibel drauf, stehe ich mittig, habe ich eine wirklich schöne Linienführung, ist alles symmetrisch aufgebaut und. Also es gibt viele Details, die ich hier beachte und ich muss auch echt sagen, ich habe da mein ganzes Wissen in dieses Bild oder in diese Bilder reingepackt, die ich mir die ganzen Jahre zuvor angeeignet habe. Und das ist wirklich auch, es kam mir echt zugute, diese ganze Übung, diese ganze Stegfotografie und, was ich ja schon seit langem, lang praktiziere, konnte ich hier gut anwenden. Denn eins müsst ihr wissen, ich habe mir schon immer gewünscht, und es war auch ein Traum, Polarlichter zu fotografieren. Aber ich habe weder die Kohle noch die Zeit, mich 10 Tage Richtung Norden zu verabschieden, um auf Polarlichtjagd zu gehen. Und dieses Event oder ja, dieses Happening, das hat mich einfach mit Glück erfüllt. Und ja, deswegen auch dieses Video. Ich wollte es einfach teilen und euch auch die Bilder zeigen. Ich habe das ein oder andere Bild auch hochgeladen auf Instagram und auch auf Facebook, auf so eine Facebook-Gruppe, Nachtgruppe. Hat viele tausend Likes gekriegt und ja, deswegen ein paar Hintergrundinfos. Ich habe von den Einstellungen her an der Kamera nicht viel anders gemacht, wie ich es sonst auch in der Nacht mache. Ich fotografiere mit einem sehr, sehr lichtstarken Objektiv. Das ist das Sony 1.8er. Das habe ich hier 14 mm mit einer gewölbten Linse. Das finde ich zumindest für Sony super geeignet für die Nachtfotografie, weil es einfach sehr, sehr lichtstark ist und scharf abbildet. Und darum geht es mir halt in der Nachtfotografie. Bei diesem Wörthseesteg seht ihr schon diese Lichter oben auf diesen Pfählen. Die sind natürlich nicht immer da, die habe ich aufgebaut. Ich habe viele kleine LED-Lichter genommen, es waren bestimmt an die 100, die ich oben drauf gelegt habe. Ich bin dann mit einem Fotografie-Teilnehmer links und rechts ist er gegangen, entlang gelaufen und haben diese Lichter da positioniert. Und so kam einfach dann auch diese Bildkomposition zustande. Du hast die Linienführung, sieht fast aus wie so ein Landesteg, fast schon hier. Ja, und dann, wie gesagt, hier auf 1.8 fotografiert, immer maximal nur 15 Sekunden lang, weil wenn du länger belichtest, hast du halt diese Streifen oben in den Sternen und das will ich nicht, also diese Lichtzieher, die will ich nicht, will Punkte haben als Sterne. Was wirklich krass war und erstaunlich war für mich, ist, dass der Himmel sich mit freiem Auge, konntest du es halt sehen, dass sich der Himmel rot leicht eingefärbt hat. Und wenn du halt 10 oder 15 Sekunden lang belichtet, dann wird das Ganze halt noch rötlicher und noch spektakulärer. Das ist einfach unglaublich. Und alle paar Sekunden hat sich der Himmel auch wieder verändert. Da kam halt manchmal ein Grün dazu, manchmal mehr Violett, manchmal Blau, manchmal Gelb. Es war einfach nur noch verrückt. Und ja, wir haben dann eins gemacht, Bildkomposition drauf geachtet und einfach nur noch drauf geballert. Alle paar Sekunden haben meine Teilnehmer
ein Foto gemacht. Ich weniger, ich habe da mehr unterstützt und gecoacht, dass sie eben auch zu guten Bildern kommen. Aber ich habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, da 5 oder 6 Bilder auch am Steg selber zu machen. Ich musste mir leider ein Stativ ausleihen. Ich habe meins im Auto, aber das wird der Roli wahrscheinlich nachher noch sagen im Interview. Hier möchte ich euch mal ein Beispiel geben, warum es wichtig ist, sich mit den Regeln der Bildkomposition vertraut zu machen. In diesem Bild habe ich nämlich sehr, sehr viele Dinge vereinheitlicht oder untergebracht. Wir haben hier Symmetrie, wir haben hier Linienführung, wir haben hier Spiegelungen, wir haben hier Tiefe in dem Bild durch die Blätter, durch die Äste und durch den Baumstamm. Somit haben wir hier verschiedene Ebenen in dem Bild. Dann haben wir noch das Thema der Nachtfotografie und der richtigen Belichtung. Also merkt ihr, viele, viele Themen spielen hier in so ein Bild mit ein. Und solche Bilder kann man innerhalb von wenigen Sekunden machen, wenn man sich einfach vertraut macht mit diesen vielen Elementen der Landschaftsfotografie. Und deswegen ermutige ich euch, übt Bildkomposition, macht mit bei der BAM Challenge und dann habt ihr auch echt coole Ergebnisse in kürzester Zeit. Gut, wisst ihr, ich brauche für so ein Bild vielleicht 15 Sekunden mit Aufbau, vielleicht eine Minute, aber vergesst nicht, dass ich Jahre zuvor geübt habe, solche Bilder zu machen. Dass jetzt noch die Polarlichter da gleichzeitig erscheinen, war halt einfach Glück. Und das Glück ist einfach auch mit den Tüchtigen. Und hier seht ihr auch ein Bild, da bin ich auch echt stolz drauf. Hier hast du die Blendensterne, weil hier habe ich mit der F8 fotografiert und gleichzeitig kam dieser Grünschimmer oben im Himmel durch. Und das ist auch ganz, ganz was Besonderes für mich. Ganz später am Abend ging es dann aber noch nach Raisting. Also wir haben jetzt so 2 Uhr früh in Raisting. Und ich habe noch kein Bild gemacht. Man sieht es in der Vorschau, wie es wird. Oh, schau das mal an, wie krass. Lila, blau. Ich mache jetzt das Bild. 15 Sekunden. Und dann schauen wir mal, wie das fertige Bild aussieht. Okay. 15 Sekunden. Zack. Alter, das ist einfach nur pervers. Also noch bunter geht es ja nicht. Und dann habe ich diese Satellitenschüssel noch fotografiert und wir haben uns alle hinter dieser Schüssel aufgestellt. Ich habe auch die Autoproleten, die da rumstanden mit ihren aufgemotzten Autos, erstmal weggeschickt oder freundlich gefragt, ob sie vielleicht auch mal wegfahren wollen, weil wir wollen hier Fotos machen. Und das war auf jeden Fall auch ein Erlebnis, weil da einfach die Milchstraße langsam aufgegangen ist hinter der Schüssel. Von links in die Polarlichter immer wieder reingezogen, haben ja teilweise die Milchstraße überdeckt, aber das war nicht schlimm. Das war echt okay so. Und dann haben wir da die Nacht zum Tage gemacht. Und auch dieses Bild hier mit den Lichtspuren an der Schüssel zeigt es eben auch so, gerade hier mit dem Fotografen, einer meiner Teilnehmer, der im Vordergrund da sitzt, wie wir da einfach im Gras gehockert sind und dieses Bild gemacht haben. Das zeigt so einfach die Stimmung, wie die Autos gerade wegfahren. Das war gerade der Moment, wo ich die Autos weggeschickt habe. Ich bin zu meinem Stativ gerannt, habe auch dann gleichzeitig das Bild noch gemacht. War einfach ein echt wahnsinnig schöner und toller Moment. Ja, und welche Tipps kann ich euch jetzt mitgeben für die Polarlichtfotografie? Ja, schließt euch irgendwelchen Nachtfotografie-Facebook-Gruppen an, denn da geht es dann gleich direkt ab, wenn irgendwo in Deutschland Polarlichter angesagt werden oder wenn schon Bilder existieren, dann müsst ihr halt wirklich on point sein und rausfahren und dann die Bilder machen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ansonsten gibt es ja Apps auf dem Handy wie die Aurora-App, die ist von der Vorhersage auch ziemlich genau, ob es sich lohnt, rauszugehen. Aber ich kann euch sagen, also ich rechne jetzt nicht damit, dass in den nächsten Wochen nochmal so ein Ausbruch kommt, solche Sonnenstürme auf die Erde treffen. Ich glaube eher an 2025 oder später, dass es soweit ist. Und so in der Form habe ich zumindest gelesen in diesen Astrogruppen, war es vor ca. 21 Jahren so ein starker Sonnensturm oder solche Polarlichter hier in Deutschland. Also deswegen für mich wahrscheinlich one in a lifetime. Und da bin ich echt mega stolz drauf, dass ich da am Start war, dass ich da abgeliefert habe und noch gleichzeitig meinen Workshop-Teilnehmern auch ein unvergessliches Erlebnis bereitet habe. Ja, wenn ihr Fragen habt zu diesem Polarlicht-Event, sage ich mal fast schon, dann stellt sie doch bitte unten in den Videokommentaren. Ich versuche alles zu beantworten, gebe auch all mein Wissen weiter, was ich in Form eines YouTube-Kommentars machen kann.
Ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch bei anderen Nachtfotografie-Workshops bei mir am Start seid. Dabei mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ohne Polarlichter. Aber was wir machen können, ist die Milchstraße fotografieren, wenn es nicht bedeckt ist. Wenn es bedeckt sein sollte, können wir dennoch sehr, sehr geile Nachtbilder hier am Ammersee machen. Ich bringe euch das Fokussieren bei. Ihr lernt die Bildkomposition, um solche Bilder mal machen zu können, wenn alles zusammenpasst. Weil dann musst du abliefern. Und das ist halt der Vorteil, wenn du Routine hast, wenn du vorher geübt hast. Hier ist die Bildbearbeitung unheimlich wichtig. Und ich möchte euch, wenn ihr jetzt Anfänger seid, eine Hilfestellung geben, wie ihr Bilder bearbeiten könnt, wenn ihr zum Beispiel Lightroom habt. Also ihr seht, dieses Bild hier von der Kirche ist in derselben Serie hier entstanden wie in der Nacht. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Bildbearbeitung so mache. Vor allem, wenn die Milchstraße wie hier zu sehen ist. Ich habe ein Milky Way Preset. Das könnt ihr in Lightroom gut verwenden. In Lightroom Classic auf dem Rechner. Egal ob Windows oder Mac. Da klicke ich als allererstes einmal hier drauf. Dann habe ich hier plötzlich einen blauen Himmel. Ich habe hier Kontrast in den Sternen und habe hier schon vieles, was ich normalerweise manuell immer machen muss. So, im nächsten Schritt mache ich eins. Ich wähle mir einen Pinsel aus. Das mache ich hier mit den Ebenen. Gehe rein, Pinsel auswählen. So, dann kann ich hier Pinsel Nummer 1 auswählen. Tiefen in der Milchstraße abdunkeln. Mache ich immer gleich. Boom. Ich gehe da drauf, male ein bisschen größer und male jetzt hier einfach mal drüber. Über die Milchstraße, die hier ist. Und ihr seht, der Fluss und die Dichte ist hier so auf 70% ungefähr, ne, dass es nicht zu krass kommt. Dann gehe ich weiter. Zweiter Pinsel. Ich gehe auf Maske, Pinsel. Sag Milchstraße einfärben. Das mache ich hier. Punkt Nummer 2. Also wirklich für mich quasi idiotensicher. Gehe hier einmal nur drüber. Das reicht. Dann, liebe Freunde, gehe ich in den Himmel rein. Wähle hier eine Maske aus, gehe auf Himmel auswählen. Jetzt seht ihr gleich, der Himmel wird gut erkannt, ist knallrot. So, dann wähle hier aus, Benutzer definiert, Nummer 3, Himmel, Maske umkehren. Also Maske, Himmel umkehren. Klicke ich jetzt hier an, ja, und sage hier bitte umkehren. Das ganze Ding soll umgekehrt werden. Das hat jetzt einfach den Hintergrund oder das, damit der Vordergrund einfach hell wird. Also seht ihr, wenn ich jetzt hier das Umkehren rausnehme, bearbeite ich den Himmel, ja, klicke hier drauf, boom, wird mein Vordergrund hell, was auch gut ist. So, und jetzt muss ich hier aber ein bisschen die Lichter rausnehmen, ne, die Belichtung rausnehmen, die Tiefen ein bisschen runterfahren, weil einfach die Kirche viel zu hell hier ist, viel, viel zu hell. Und auch schauen wir mal, hier von der Farbe würde ich hier noch ein bisschen spielen. Gut, jetzt sind wir noch nicht ganz fertig. Ich schaue mir jetzt nochmal hier den Himmel an. Gehe da raus aus diesen Masken. Und ich hatte hier ein manuelles Objektiv drauf. Ein 35 mm Laowa mit 0,95 Blende. Und das findet er hier natürlich wieder nicht. Ich habe hier kein Laowa. Schade, schade, dann sage ich ihm einfach, komm, dann nehmen wir hier irgendeine Weitwinkellinse. Das hat einfach hier zur Folge, dass hier die Vignette nicht ganz so stark erscheint. So, und jetzt habe ich immer noch ein bisschen Nacharbeit. Mir gefällt nämlich irgendwie der Himmel noch nicht. Der ist mir zu lila, zu blau. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Der ist mir irgendwie zu blau. Dann würde ich jetzt hier das ein bisschen verändern, in diese Richtung hier reingehen. Ich würde jetzt insgesamt mit den Tiefen spielen, die Lichter ein bisschen runterfahren. Ne? Ungefähr so. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich hier vielleicht noch einen Radialverlauf hier verwende. Ungefähr so. Und sage hier wieder umkehren. Seht ihr das? Und dann würde ich hier die Tiefen anheben. Belichtung vielleicht anheben, damit hier die Ecken nicht mehr ganz so dunkel erscheinen. Da kann man halt auch spielen und sich überlegen, wie weit oder wie sehr soll die Vignette hier angepasst werden. Ne? Aber so in der Art, damit kann ich schon ganz gut leben. Jetzt haben wir halt dieses Rot, das ist eben noch bedingt durch die Polarlichter. Also man kann halt jetzt in den Farben halt wirklich noch spielen und sich überlegen, ist es mir zu rot, will ich es doch ein bisschen
bläulicher haben. Ein bisschen was kann man da schon machen im Vordergrund noch. Aber so würde ich jetzt einfach mal belassen und ihr seht, was man hier rausholen kann aus so einem Bild. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, ich nehme jetzt hier nochmal eine extra Maske, gehe hier nochmal rüber und ziehe vielleicht ein bisschen die Sättigung hier raus aus dem Himmel an sich. Ne? Wenn einem das zu blau ist, zu krass ist. Aber im Prinzip wäre das jetzt hier so echt meine Bildbearbeitung. Und damit kann ich gut leben. Es ist halt bunt, es ist bedingt durch die Polarlichter. Milchstraße ist auch Geschmackssache, wie sehr färbst du die ein. Aber Leute, das ist ein guter Ansatz, damit kann man was arbeiten und anfangen. Und jetzt lade ich noch den Roli aus der Schweiz in den Videocall hier mit rein, um mal ja, darüber zu sprechen, wie er so die Nacht empfunden hat, was für Bilder er gemacht hat, die will er mir zeigen. Und dann schauen wir uns die Fotos mal an. Herzlich willkommen, Roli, hier in diesem YouTube-Video. Ich freue mich, dass du die Zeit findest, hier mal kurz mit am Start zu sein. Bei meinem Nachtworkshop warst du ja schon mit dabei und hast auch diese Polarlichter miterlebt und auch ganz fleißig, heftigst mitfotografiert. Und ich möchte einfach mit dir über die Eindrücke sprechen. Wie hast du diese Nacht erlebt im Workshop mit diesen anderen 4, 5 Teilnehmern? Und wir schauen uns auch im Anschluss deine Timelapse an, weil die hast du mir gezeigt. Die möchte ich den Zuschauern auch total gerne zeigen, weil ich die einfach sehr cool finde, die du da aufgenommen hast. Vielleicht sagst du ein, zwei Sätze zu dir. Du kommst aus der Ostschweiz, fotografierst du schon länger? Wie bist du am Start? Was interessiert dich an der Fotografie? Ja, ich habe zuerst mal, hallo Sie. Ich habe vor 10, 15 Jahren mit für Videos gefilmt, auch Bands, Anlässe und so weiter, aber rein hobbymäßig. Mhm. Und dann war alles auf die Seite gelegt und irgendwann kam dann der Wunsch, Landschaften zu fotografieren. So bin ich dann auch auf deinen Kanal gestoßen. Mhm. Letztes Jahr habe ich wirklich alles neu gekauft, weil ich gesagt habe, entweder ganz oder gar nicht. Ja. Das war dann eine Alpha 7R5, mhm, dazu verschiedene Objektive, mhm, hauptsächlich von Sigma, weil die sind günstiger und trotzdem gut. Das ja, ist eigentlich so der Werdegang. Dann habe ich noch ein Spezialangebot erhalten. Und zwar konnte ich für knapp 850, 900 Franken, mhm, ein wirklich, also neues Original, Kamera von Sony, eine Alpha 6700 kaufen. Die hast du auch dabei gehabt, ne? Die hast du dabei genau gehabt. Ja. Genau, mhm, das war auch der Grund, wieso dass ich überhaupt dann dieses Timelapse gemacht habe, mhm, weil eigentlich wollte ich nur schauen, wie kann ich die Sigma, das Sigma-Objektiv 16-28-2.8, mhm, und das Sigma 14-1.4 verwenden, weil es war ja Astrofotografie-Kurs, Milchstraße und so weiter. Dazu kamen wir eigentlich ja nicht groß, ja, aus bekannten Gründen. Entschuldigung, genau, aber die Polarlichter ja kamen uns dazwischen. Ja, und der Kurs war ja nicht so wie geplant, nee, aber sensationell. Ja. Aber sensationell. Roli, ich möchte gerne den Zuschauern mal deine Timelapse vom Wörthsee zeigen, weil ich die sehr, sehr ja cool finde. Ich lasse die mal kurz ablaufen, geht 20 Sekunden. Okay. So, und du hast tatsächlich den Nerv gehabt, neben den normalen Landschaftsbildern da auch noch eine Timelapse zu machen. Wahnsinn. Also die Aufnahmen waren echt, echt wahnsinnig schön. Wie viele Fotos hast du da circa machen können? Es sind, glaube ich, 159, jeweils 10 Sekunden mit der Sigma 14 mm, aber mit 4.5, F4.5. Von daher, und ja, ich habe es dann nachher noch etwas in die Länge gezogen mit Topaz Video AI, ja, damit es etwas länger geht, ja, weil sonst wären jetzt knapp 6,5 Sekunden gewesen. Ja. Genau. Und lustig war, dass eigentlich da der
Kursleiter gesagt hat, wieso sind diese Äste drauf? Ja. Aber genau das finde ich eigentlich noch interessant, weil heute kann man zwar mit KI sehr vieles machen, aber es wäre wahrscheinlich ziemlich schwer gewesen, den Farbverlauf, den wirklich diese Polarlichter da ergaben, hinter den Ästen abzubilden. Also von daher gesehen, mir gefällt es, mir gefällt es sowieso, dass etwas im Bild ist. Ja. Und Roli, eine Geschichte, die müssen wir den Zuschauern vielleicht noch teilen. Als wir uns auf dem Parkplatz getroffen haben, alle Teilnehmer zusammen zum Workshop, kamst du an und hast mir dein Kameradisplay gezeigt und hast gesagt, schau mal hier, roter Himmel. Wie war das für dich? Du hast einfach, bevor ich kam, hast einfach mal auf dem Parkplatz in Inning am Ammersee das erste Bild gemacht. Es war niemand da auf dem Parkplatz. Und dann habe ich gedacht, okay, damit alle wissen, wo ist der Sammelort, nehme ich mal die Kamera raus und habe angefangen, etwas zu fotografieren. Mhm. Es hatte da eine gelblich-orange Straßenlaterne auf dem Parkplatz. Ja. Und die Aufnahmen waren dann so rötlich und so weiter. Und dann habe ich gedacht, dann haben die anderen aber, die dann mittlerweile angekommen sind, gesagt, könnten Polarlichter sein. Halt. Mhm. Ja, aber könnte auch die Lampe sein, da bin ich etwas... Ja. weiter weg in den Schatten und haben nochmals ein Foto gemacht. Und dann kam der Sigi, da sagte ich eben, Sigi, schau mal, deine Kamera ist kaputt. Ja. Nee, die ist nicht kaputt, das sind Polarlicht, kann nicht sein. Ja, so war es eigentlich. Also recht witzig, und als wir dann eben an den Wörthsee gingen, da hat auch der Sigi gesehen, es ist wirklich ein Polarlicht. Es kommt dazu, als ich meine Kamera dann aufgebaut habe und habe die 1,8er-Blende eingestellt und gemerkt, ich muss gar nicht mehr auf eine ISO 1600 oder höher gehen, weil der Himmel einfach schon hell genug war. Da habe ich realisiert, heute Nacht wird es was ganz, ganz Besonderes. Und dann habe ich diesen Moment gespürt, diesen Gänsehaut-Moment, und mich echt zusammengerissen, nicht komplett auszuflippen, weil ich schon echt geahnt habe, ich werde heute Nacht die besten Bilder machen, die ich in meinem ganzen Leben wahrscheinlich gemacht habe. Und ob das nochmal so passieren wird, habe ich eh schon angezweifelt. Und ich habe einfach nur gebeten, hoffentlich bleiben diese Polarlichter ein paar Minuten, wenn uns geschenkt wird, dann haben wir schon gewonnen und gehen dann mit einer einmaligen Nummer aus dieser ganzen Sache raus. Ich habe vorher, also am frühen Abend, auf NTV sogar so einen Ticker gekriegt, Achtung, Polarlichter heute Nacht. Und ich dachte mir, ja, das kam jetzt schon öfter in die letzten Wochen, aber niemals Polarlichter, die geil aussehen in Bayern. Das kannst du vergessen. Und deswegen habe ich da überhaupt null dran geglaubt. Ich bin ja auch echt hibbelig dann auch ein bisschen geworden, weil ich wollte dann alles, was ich habe und kann, da irgendwie einsetzen, dass ich ein schönes Bild da einfach kreiere. Und auch gleichzeitig wollte ich auch für euch da sein. Bin auch, wir waren ja zu fünft, hin und her springen. Also, alles, krass, oder? Alles auch nicht ganz, weil du hast ja deine zwei Stative im Auto gelassen. Ja, genau, es war auch so geil, auch Story. Wisst ihr, bei so Workshops konzentriere ich mich, vor allem wenn wir zu 15 auf die Teilnehmer, und dachte, ich stelle mich jetzt nicht in den Vordergrund und mache den Hampelmann hier. Ich lasse meine Stative mal im Auto. Und dann haben wir Polarlichter, ich stehe am See. Ja, und dann, was haben wir gemacht? Ich habe dann diese LED-Lampen, das waren um die 100 Stück oder sowas, aufgebaut an dem Steg, dass der besonders aussieht, dass wir Lichtspiegelungen im Wasser haben, weil es kam ja auch noch Windstille dazu, kam auch noch mit rein. Neumondphase, Polarlicht, alles, um das perfekte Bild hinzukriegen eigentlich. Wollen wir mal über deine Bilder kurz sprechen, Roli? So, hast Bock? Du hast mir welche zugeschickt, wie du sie selber bearbeitet hast. Ich mache die mal auf, um die Bildbearbeitung, weil du hast einen anderen Style und Bildbearbeitung als ich. Das ist dir ja schon aufgefallen durch meine YouTube-Videos. Sprech doch mal, wie empfindest du mein Bild im Gegensatz zu deinen? Ja, ich war ja schon im Januar bei dir, da mit Landschaftsaufnahmen an den Stegen und am Ammersee selber. Ja. Und da ist mir schon aufgefallen, ich hab's gerne etwas bunter, farbiger. Mhm. Und vielleicht übertreibe ich es manchmal, vielleicht, das ist Ansichtssache. Mhm. Auf jeden Fall, habe ich dann die Fotos genommen und von den Farben nicht unbedingt jetzt wahnsinnig raufgeregelt, sondern eigentlich vielleicht die Belichtung etwas heller gemacht und so weiter. Mhm. Und daher sind sie sicher farbiger als bei dir.
Ja. Nö, ich würd farbiger gar nicht, so muss ich sagen, ein bisschen heller schauen sie bei dir aus. Ja, Finde ich ich so mache, heller ich eigentlich bearbeite nur. sie am Schluss, ich bearbeite sie am Schluss noch mit Radiant, bin ich ganz ehrlich. Ja, einfach weil es eben diese kräftigeren Farben Diesen gibt, Pop. die mir Ja. persönlich gefallen. Jetzt, pass auf, jetzt sprechen wir mal über Bild Reisting Nummer 11. Da hast du die Satellitenschüssel ganz links an den Rand gepackt. Ja, Warum hast du das ja. gemacht? Warum hast du die so krass verzerrt im Weitwinkel? Genau, was war der Grund? Ja, ich sah dann, ursprünglich war es ja Ja, Milchstraßenfotografie. sorry, sorry. Ja. Und da sah ich dann wirklich halt die Milchstraße auch etwas. Und dann dachte ich mir, ich möchte so wie ein Sprachrohr, das diese Milchstraße ausspuckt, Ja. machen. Ich sah schon im Bild selber natürlich, dass die 14 mm, dass die Satellitenschüssel ziemlich ja, deformiert ist. Wobei es ist schräg, aber so. Aber ich fand es eigentlich wirklich so, hey, jetzt lass mal die Milchstraße raus. Und dass oben links dann noch das Polarlicht, das ja eigentlich eher im Norden ist, aber Ja. wirklich so war, das kannst du ja bestätigen. Ja. War natürlich dann noch das Tüpfelchen auf dem I. Und darum habe ich es so gewählt, weil ja, dann sieht man noch die Milchstraße als Ganzes und natürlich eben die Schüssel. Das fliegen wahrscheinlich auch noch zwei Flugzeuge drüber. Stört jetzt auch nicht so wahnsinnig, die könnte man noch wegstempeln als Verbesserungsvorschlag, wenn man das Ja, will. wobei mir gefällt es irgendwie, weil es ist dann passiert, mit diesen Flugzeugen passiert. Und das gehört halt heutzutage, wenn man in der Nacht fotografiert, gehören Flugzeugspuren dazu. Das Ja. ist ja. Wenn es ganz krass ist, wenn es so gepünktelt ist, weil man alle 5 Sekunden oder irgendwas, dann kann man es wegstempeln. Aber so eine Linie finde ich noch irgendwie interessant. Genau. Sehr schön. Und jetzt pass auf noch, mein Lieblingsfoto aus der Nacht Ja. ist am Wörthsee entstanden. Du siehst hier die Spiegelung auf dem windstillen Wasser. Wahnsinn, oder? Du hast hier Nee, bewusst das auch mit den war. Ästen und mit dem Gras gearbeitet, gell? Das ist so dein Ding und es Dasselbe, passt und das es ist mein passt Ding. und es Nein, es passt muss hier in dem irgendwas Fall. im Vordergrund, es muss irgendwas im Vordergrund sein. Einfach Ja, ist nur die echt. Nacht, das sieht man fast überall, oder? Aber irgendwas noch reinnehmen und so weiter. Was ich hier gemacht habe, ist auch etwas ganz leicht die Belichtung angehoben, die Tiefen leicht angehoben und im Vordergrund beziehungsweise die Brücke. Die habe ich dann auch entsprechend aufgehellt, damit man es sieht. Du siehst, da sind die Lampen noch nicht nach unten, noch nicht auf den Ja, das war nur am Anfang, Knöpfen gell? drauf. Ja. Genau. Das ist jetzt, Ja. ja, diese Farben, diese wirklich das Gelbgrüne, das sich ja auch dann irgendwann bewegt hat nach Ja, oben. das sieht man in der Ja, Timelapse ganz gut. Ja. genau. Und auch dieses Violette, ja, das war wirklich. Das war schon. Also wir haben da schon abgeliefert in der Nacht und ich hoffe echt, Ich dass. denke, ja, und auch die anderen, Ja. auch von den anderen sind ja Instagram-Fotos schon drauf. Und ja, die sehen wirklich auch wirklich gut aus. Und war wirklich, auch wenn es nicht ganz das Kursziel war, aber es war gut. Es Es war war schon wirklich gut. gut. Wirklich Jawohl. so ein One-in-a-Lifetime-Moment Ja, einfach. Oder was heißt ja. Moment? Wir waren ja bis 3 Uhr früh, glaube ich, unterwegs und haben War es länger. ein Also paar. 3:30 Uhr waren wir dann fertig Ja. und 4 Uhr war ich im Ja. Hotelzimmer und dann habe ich, weil ich nicht schlafen Ich auch konnte, nicht, ich auch nicht, ich auch ja, nicht. habe ich noch Ja. ein erstes Ja. Bild mal so, wie soll ich sagen, ja, etwas bearbeitet auf dem Ja. Laptop noch Ja. ohne und War genau. super. Also ein echt tolles Erlebnis mit einer coolen Truppe. Und wir haben gut zusammengepasst in der Nacht und haben echt gute Bilder gemacht. Und also unser Ziel haben wir hiermit erreicht. Und Rudi, Definitiv. vielen lieben Dank, dass du die Zeit Danke gefunden dir hast, auch. hier kurz Dir auch. Und reinzuschauen. einfach noch an die Zuschauer, geht zu Sigi in den Workshop. Ist wirklich lustig, interessant und man lernt was. Oh, vielen Dank für Genau. das Lob. Dann, Bam. Rudi, schöne Grüße an dich Sigi, in der Schweiz. tschüss. Bye bye, Ciao. ciao. Bye. Schau doch gern mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich habe da viele Bilder von dieser Nacht gepostet und auch die Reels, die ich aufgenommen habe.
Ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald beim Workshop am Ammersee sehen. Gib mir gerne ein Like für dieses Video oder kommentiert es bestenfalls. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Euer Sigi vom Ammersee. Bye bye.